Und nun am Wort von der SPÖ, Rudolf Plessl. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen heute zwei Berichte des Rechnungshofes im Zeitraum März bis August 2016 hier diskutieren. Der eine Bericht bezieht sich auf die Gebarung der Länderpensionsanpassung und Übernahme der Sonderpensionsbegrenzungsgesetzes. Und hier wurde auch festgehalten, in einem Prüfungszeitraum 2010 bis 2016, beziehungsweise verlängert sogar von 2006 bis 2016, wie es hier mit dem Sonderpensionsbegrenzungsgesetz hier bei den Ländern ausgesehen hat. Und wir haben hier vom Rechnungshof ganz klar die Erkenntnis vorliegen, dass die neuen Bundesländer unterschiedlich gehandhabt haben bzw. auch umgesetzt haben. Unsere Frage im Ausschuss war auch an den Vizekanzler, wer jetzt auch die Gespräche mit den Ländern führt. Er ist ja auch zuständig für den öffentlichen Dienst. Und die Mitteilung war für uns schon überraschend, weil er ist ja auch für den öffentlichen Dienst zuständig, dass der Reformminister Josef Moser die Gespräche führen wird. Der zweite Bereich, der sich heute hier vom Rechnungshof auch bezieht und wo ich mich dann diskutiere jetzt auch mit Ihnen, ist betreffend Pensionsstand und Pensionsausgabe der Landesbediensteten und Landesbeamten. Und hier sehen wir auch die unterschiedlichen Pensionsantrittsarten, faktische Pensionsantrittsalter, Pensionsstände und Ausgaben und so weiter in einem Zeitraum von 2010 bis 2015. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber das Interessante bei der ganzen Diskussion ist es auch, und die Frage habe ich auch dem Vizekanzler gestellt, dass in der Regierungserklärung festgehalten worden ist, dass jeder dritte Planstelle jetzt in dem Fall jetzt nur nachbesetzt werden soll. Und wenn man sich die Pensionszahlen in der Zukunft ansieht, bis 2030, wo die Gewerkschaft uns mitteilt, dass bis zu 50% der Bediensteten in Pension gehen werden, dann haben wir ein großes Problem hier. Und ich habe auch den Vizekanzler hier gefragt, wie er das sieht im öffentlichen Bereich, welche Aktionen er hier setzt und wie er gewährleisten kann, dass die Informationen, die derzeit vorhanden sind, auch den anderen, den zukünftigen Beamtinnen und Beamten beziehungsweise auch den Personen, die im öffentlichen Dienst hier tätig sind, auch übermittelt werden können. Ich sage einmal, die Antwort war sehr dürftig bis gar nicht vorhanden. Und gerade deswegen ist es so wichtig auch, dass man auch Anreize schafft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn man hier 50% der Bediensteten bis 2030 in Pension sehen wird, dann müssen jetzt schon Aktionen gesetzt werden. Und auf die Zahl ein Drittel, ob die eingehalten wird oder nicht, hat er gesagt, wir werden das punktuell beurteilen müssen. Also so sehen auch die Vereinbarungen der Bundesregierung aus. Sie werden nicht eingehalten, weil sie auch gar nicht einzuhalten sind, weil sonst kann der öffentliche Dienst gar nicht die Aufgaben erfüllen, für die er zugestellt und vorgesehen ist. Ich möchte hier aber auch ein Beispiel erklären, warum wir unbedingt die Beamtinnen und Beamten und Bediensteten benötigen. Zum Beispiel in den Bundesländern. Frau Regierungshofpräsidentin, da haben wir zum Beispiel ein Gewerbeverfahren, eine Verzögerung, weil zu wenig Sachverständigen von den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Hier kommt es zu einer Verzögerung, die gar nicht notwendig wäre, wenn hier ausreichende Sachverständige zur Verfügung gestellt worden wären. Der zweite Bereich auch Finanzbereich, Finanzministerium. Hier sehen wir auch, dass wir gerade bei den Betriebsprüfern mehr Leute benötigen. Jeder Betriebsprüfer kriegt das Vielfache von dem, der eigentlich dann kostet. Und wenn man bedenkt, 10 bis 15%, also mal der ganzen Kosten, die ein Betriebsprüfer hier vorhat, dann wäre es sinnvoll, hier zu investieren, weil wir wissen auch, dass 5 Jahre ungefähr notwendig ist, damit man einen Betriebsprüfer auch selbstständig ausfahren kann. Und zum Schluss noch ein Bereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es gibt auch einen Rechnungshofbericht, wo Sie auch festhalten, dass es im Bundeskriminalamt zu wenig Personal gibt. Gerade jenes Personal, was wir benötigen, um gemeinsam hier mit dem Justizministerium zum Beispiel bei den Betrugsdelikten, Suchtgiftdelikten auch eine Abschöpfung durchzuführen. Und bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir es nicht geschafft, dass diese zwei Ministerien ausreichend Personal zur Verfügung stehen, damit man einfach diesen Verbrechen auch zusätzlich noch Geld wegnimmt, weil die Strafe mit Geld, Abschöpfung, unrechtmäßige Bereicherung wäre ein sinnvolles Ziel, um das umzusetzen. Dankeschön.